Ich habe gesagt, dass Hillel ist mitzulich gewöhnt zu lernen die ganze Teure auf einen Fuß. Ich habe viele Kleinschitschke-Referat kennengelernt, Doston. Ich habe sitzen und ich rede auf Jiddisch, also ich habe zugesagt. Jetzt habe ich eine Meure. Ich hoffe, dass es wird nicht schatten mein, die Qualität von mein Referat und ihr werdet kennen, ihr verstehen, trotz aller Greisen. Und lassen wir anheben mit dem Referat. Ich rede wegen einem Schreiber von den Schreibers, was haben getan, Messias in Eretz Israel, Efter die Samme Bewusster und eine von den ersten, das ist Jehoiash. Jehoiash ist gewesen in Eretz Israel im Jahr 1914. Er ist nicht gewesen nur ein Besucher, er hat gehabt in Sinnen, Mamesh Eule zu sein. Er ist gefahren von New York im Chodesh Februar. Gewinn in Eretz Israel herum 10 Chadoshem, aber wenn der erste Weltmilchome, wenn die erste Weltmilchome ist ausgebrochen, hat er gesehen, dass es sehr schwer zu bleiben du und er ist weg in Mitzrayim, dort gelebt noch etliche Chadoshem und gefahren in New York zum Sof, wo ist er gestorben im Jahr 27, schon nicht gekommen zurück in Eretz Israel. Aber im Jahr 1960, schon, wenn er gewesen in New York, wenn er ist zurück von Palästina, hat er angehalten zu publizieren eine Serie Artikel in dem New Yorker Tag mit seinen Reiseschreibungen. Eine Serie Artikel, was ist später gewesen ausgeklebt in einem Buch, was heißt von New York bis Rehovot und zurück. Das hat er publiziert im Jahr 1917. Auf einem sind drei Teile zum Buch. Hat er publiziert zwei Teile in 1917 und der letzte Teil in 1918. Mit herum sechs Jahren herum hat er es publiziert auch auf Englisch. Es gibt eine englische Übersetzung unter ein anderer Titel, wie ihr könnt sehen auf dem Ekran, unter dem Titel The Feet of the Messenger. Was spiegelt ab, öfter mehr optimistisch, mehr größere Kavones hinter den Beschreibungen, hinter dem Buch. Man hat euch geprobt zu übersetzen, das auf Hebräisch in die Jahren. Salman Reisens Lexikon, es steht geschrieben, als Zitron hat übergesetzt das Buch auf Hebräisch, aber es existiert nicht als mein Buch. Lechol Apoch, ich habe das nicht gesehen und ich meine, es zum Sof ist gefallen und man hat es nicht übergesetzt auf Hebräisch in die 20. Jahren, aber später, im Jahr 49, hat eine Übersetzung publiziert in Israel. Die Übersetzerin ist Joasches Schwester, Zipora Ben Avigdor. Das ist das Weib von Ben Avigdor. Sie haben gehabt gute Beziehungen euch, Ben Avigdor und Joasch allein. Entschuldigt, ich glaube mein... ja. Ist von New York bis Rehovot und zurück. Und nachdem, ihr könnt sehen, The Feet of the Messenger auf Englisch. Und das ist der erste Seite von dem Buch auf Hebräisch, in New York, ועד רחובות ובחזרה. Ihr könnt sehen, Tirgum Yiddish, Zipora Ben Avigdor, wie ich habe gesagt, Joasches Schwester. Wir haben geschrieben, Asach, wegen dem Buch in Yiddish und in Hebräisch, euch, Brenner Lemoschel hat geschrieben, sehr schlechte Sachen wegen dem Buch, aber wir können verstehen, also von Brenner bis Jehoiash ist ein weiter Meilech, sie sind ein sehr andere Parschönen. Moshe Nadir hat geschrieben auf Jiddisch, auch geschrieben eine Kritik, was ist nicht sehr gut. In allgemein kann ich sagen, dass die verschiedenen Kritik haben geschrieben positive Sachen wegen Joasches Buch und ich habe gebracht nur ein Fragment in Hebräisch, das ihr sollt kennen sehen oder haben erreichen, wie so hat man gerät wegen Joasches Buch. Es ist Moschel Dr. Israel Shapira hat geschrieben auf Hebräisch, הוא כמעט הראשון המתאר את חיי היישוב החדש האמיתיים לכל פרטיהם. גדולתו היא בזה שאיננו מתווכח ומתפלפל. איננו מבקר ומדבר הרבה לשבח או לגנאי, אלא מעביר לפנינו את הארץ עם עריה ומושבותיה,
וכל אשר בהן כמו שהם במציאותם ובישותם. פונדם עליהם כמין שון פרשטיין, אז אפס דו איז נישט ריכטיק, ואל דבר שרייט אובייקטיב, כן שרייט נישט אובייקטיב, זה טוב את an Ideologie hinter dem, aber also hat man verstanden Jehoash einmal oder also hat man gewollt verstehen Jehoash. Beschreibt, das ist der Divor, wie es ist. David Pinsky, der Projektionist und Jiddischist, hat geschrieben, als das ist nicht weniger das Geule-Buch wegen Erz Israel. Es geht zusammen, es ist in Heske mit einem Titel wie The Feet of the Messenger. Das heißt, mamische Meschichism, klommerst. Ich will beweisen oder proben zu beweisen, also es ist ein bisschen mehr kompliziert. Also Josh hat nicht stamm geschrieben, Erz Israel wie es ist. Er ist gewesen ein Zionist oder Rechol Apoches a Choyver Zion, aber er hat gehabt einen besonderen Guckwinkel auf Erz Israel und er hat geprobt, mit Zeichen zu bauen ein Buch, was wird abspiegeln, was er meint oder seine Überlebung in Erz Israel. Will ich reden wegen drei Motiven in seiner Arbeit. Und für der erste darf mir reden wegen ein bisschen Dank. Es wird mir sein schwer zu gedenken. Also es ist nicht verbunden. Der erste darf mir gedenken oder erzählen ein bisschen wegen Joaches Biografie. Joaches ist gewesen krank von Tuberkulose. Und er ist gewesen 10 Jahre in einem Sanatorium in Denver, Colorado. Wie auch andere sind gefahren, um zu suchen nach Refuah, was hat nicht existiert in die Tag. Er ist gewesen in der bewussten Sanatorium von Dr. Spivak, mit wem er hat euch geschrieben in die Jahren ein Wörterbuch von Loschen Koidische Wörter in Jiddisch. Ist Dr. Spivak euch gewesen, sehr ein interessanter Person, aber wir wollen nicht reden wegen ihm. Ich habe gebracht ein kleines Bild und wir wollen öfter lernen erst die Fragmente auf Jiddisch und noch dem sehen, aber du kannst sehen, dass das ist ein Buch von Ernst Gilman, was geschrieben wegen drei jiddischen Schreibers, die sind gewesen krank mit Tuberkulose und geschrieben Lieder oder Prose wegen sehr Zeit oder sehr Zeit in Sanatorien. Wenn Josh ist gekommen in Eretz Israel oder in allgemein, ein von den Hauptmotiven in dem Buch ist das Sterbenisch für Sohn. Er will Geseder haben Sohn, Sohn und Sohn und Sohn. Lemosche, wir lernen zusammen dem ersten Fragment. Ich habe gewollt, als Eppes, Alpines, soll ich sich ein Frühmorgen aufhappen und gefinnen, als ich bin in Eretz Israel, in dem Land von Sonnenschein. Also, wie ich habe es schon angehoben rufen bei Zeitens, eider, ich habe es noch gesehen. Das heißt, das ist, was er hat gewollt sehen in Erz Israel, Sonnenschein. Es ist sehr interessant, weil er beschreibt in der erste Kapitel seins in einem Buch, als er hat einen Schmuss mit der Chave, was ist gewesen in Erz Israel früher. Ich weiß nicht, wer ist dem Chave, Efscher Harkavi, aber ich weiß nicht. Aber er sagt ihm, warum darfst du vorne so weit in Erz Israel? Du wirst Sohn, kennst du vorne in Kalifornien? Dort ist es auch Sohn und es ist Poscheter, weil wenn man schickt einen Brief dort, können wir es in New York in 3 Tagen, nicht in 3 Chadoshim. Aber Joash will darfst du vorne in Erz Israel und es ist nicht klar, warum. Weil was er sucht in Erz Israel oder lechol apochitz, was er schreibt, er sucht Sohn. Das ist die wichtigste Sache. Weiter kennen wir Lene noch ein bisschen. Er schreibt einen Brief zu Achave, noch einmal, es kennt sein Achave, aber ich habe nicht gefunden, kein Beweis von dem. Er schreibt, wie gut es ist in Eretz Israel und was schreibt er? Noch einmal, der zweite Fragment. Jener schwarzer, bleierner Wolken, was ist gehangen auf dem Gemiet und hat abgeschlaft und abhängendig gemacht, ist von der heller Eretz Israel die Kersun zu krochen. Seis es da, die Refuah kommt von der Sohn, von dem Sohn in Eretz Israel, von der Sohn in Eretz Israel. Und ich habe noch gebracht 2 Fragmente, aber glaub mir, als es sind noch ein solche ohne Schir in dem Buch. Für was ist es wichtig oder interessant für mir? Weil eine von den Sachen, was mir hat getan in der Senatoria, ist gewesen Sohnboden. Und das ist, was ihr könnt sehen, in einem Bild auf dem Buch von Ernst Gilman.
Es ist nicht gewesen kein Penicillin, es ist gewesen keine andere Refuhe. Und man hat rekommendiert, die Kranke Posche zu liegen in Sohn und Azoi suchen Refuhe. Susan Sonntag, sehr wichtige Kulturkritik, hat geschrieben ein Buch wegen Illness as a Metaphor, Krankheit wie eine Metaphor. Sie schreibt befragt wegen Tuberkulose und Rack. Und sie schreibt, ich habe gebracht ein Fragment wegen Tuberkulose, mamisch ein Sachakel von was ist gewesen die kulturelle Assoziation mit Tuberkulose in Detail. Sie schreibt, the tuberculosis patient was thought to be helped, even cured by a change of environment. There was a notion that tuberculosis was a wet disease, a disease of humid and dank cities. The inside of the body became damp, moisture in the lungs was a favorite locution, and had to be dried out. Doctors advised travel to high, dry places, the mountains, the desert, und so weiter. Wenn Josh Fork in Erz Israel noch 10 Jahre in Sanatoria, man darf geben nach zu etwas biografischen Moment. Do. Fährt nicht stammt in Erz Israel zu heiß und trocken Land und schreibt Geseder wegen dem Sohn. Ich will nicht interpretieren alles, was schreibt, nur von dem Kuckwinkel, aber ich meine, man darf halten das in Sinn. Und man kann lernen, dass das in andere. Danke. In anderen Momenten in dem Buch, Le Moschel, noch herum, ich weiß nicht, herum, öfter drei, vier Wochen in Tel Aviv, ist niemals geworden von Tel Aviv, was ist eine zu große Stadt, schon in 1914, und ist ein Rieber kein Rehovot. Hat Tage sehr lieb gehabt Rehovot, und die ganze zweite Teil von dem Buch, von den drei Teilen, ist gewidmet Rehovot. Und ich schreibe ja so, er hat gefunden ein Haus. Das ist eine Zeichnung von einem Molder, das heißt Joel Raskin. Das ist gewesen in Erz Israel im Jahr 21. Und Ebmetzer hat ihm genommen zu sehen, das Haus, wo Joash hat einmal gelebt, schon lebt nicht dort. Das ist, also, 5 Minuten. Es wird dauern ein bisschen länger. Bechol Eifen hat geschrieben wegen sein Haus in Rehovot, also er hat genitzt Sachlieder in sein Buch, wie er teilt. Leben der Prosa ist auch gewesen Sachlieder. Und die Anhieb von einem Kapitel, was redet wegen sein Haus, sein neuen Haus in Rehovot, was ist er ist gewesen sehr zufrieden mit ihm und sehr stolz, geht er so. Springt der Sonnenstrahl herein, springt herum und sagt, was die schöne Erde vermorgt, was der Himmel als ist sein. Springt der Sonnenstrahl weg, wird das Herz verklemmt. Erd und Himmel seinen fremd und verloren ist der Weg. Wir können es manchmal nehmen wie ein Himmel für Menschen, die leiden von Winterdepression, ich meine, weil das ist, was es sagt, Mamesh. Es ist da Sonne, es ist gut. Ohne Sonne, es ist schlecht. Das ist sehr interessant zu sehen. Ich will nicht Mamesh sein mit dem Thema, weil es ist noch 5 Minuten und wir dürfen gehen weiter. Der heutige Moment, was ich will betonen, in seinem Buch, ist beschreiben Rehovot wie ein Min nei Jerusalem. Das ist sehr wichtig, um zu verstehen, was für einen zionistischen Kuckwinkel hat Jehoiash gehabt. Das ist nicht gewinnt ein Zionism von das heilige Land so viel, wie ein Zionism von Produktivisation von der jüdischen Bevölkerung, von solchen Sachen. Es ist ein Beispiel, wenn er ist gekommen in Rehovot, er hat erst gemacht eine Exkursie der Kolonie, gestanden auf einem Berg, wo es in Rehovot hat man geheißen, Givat Ha'ahava, zu lieb verstandene Siebes, und er hat gesehen die ganze Kolonie, und er hat geschrieben so,
Von der anderen Seite vertunten Eukalyptusin, Zederen, Zypressen und Tutbeimer hat angequollen von sich die schöne Kolonie mit ihren weiß gekalkten Häusern und ihren roten Dächern. Zichtig und hängerdig hat etliche Häuser zurückgeschlagen, die warme Strahlen. Noch einmal, du siehst, dass jeder Häuser in Rehovot ist ein Stickel Sonnenschein. Und es geht es zurück. Und hinter und über alle Häuser legen die Kirurgen und die blaue, verschleierte Haare Jehude hat sich aufgehoben, die einfach gebäute Schule mit den großen, halbrunden Fenster, was ihr könnt sehen in dem Bild. Und es wird geschehen in dem Sof und die Tag. Fest wird stehen der Berg von Gottes Haus. Und es werden kommen viele Völker und sie werden sagen, kommt, lass mir rauf gehen zu dem Berg von Gott, zu dem Haus von Jankevs Haar. Wird er uns lernen seine Wege und wir werden gehen in seine Stegen. Ihr kennt Mistome die Psukim von Ishaya. Und Joash macht sich Tamevate und er sagt, wer hat die Psukim reingeschuschket in mein Euer? Er weiß nicht, wer hat das getan. Aber er versteht doch, also er vergleicht Aschul in Rehovot mit besser Migdash in Jerusalem. Kedei zu öfter sagen, als ein ist besser oder ein ist ein Bimkoim, ein genuger, ein passiger Bimkoim zum Besmigdash in Jerusalem. Ob du bist noch nicht, ob ich, ich habe euch noch nicht eingeredet, lassen wir lernen noch zwei Fragmenten. Er beschreibt euch die populäre Chagige, die Volkschagige, was ist vorgekommen in Rehovot, 7 Jahre nach Anan, von 1907 bis 1914. Das heißt, dass Joash hat gesehen, die letzte von sie. Und es gewesen, ich weiß nicht, a Jarida selche mit Redes, mit Gymnastik, mit Singen, mit Tanzen und so weiter. Und Menschen sind gekommen von herum durchs Land, die zu nehmen Anteil in dem Unternehmung. Und er schreibt das so wegen dem, der erste Fragment. Wir seien wieder eure Regel, aber seh wohin? Nicht zu der kalten Wind von Jerusalem, nur zu dem lebendigen, frischen, wachsendigen Leben. Mir seinen eure Regel, zu die gilderne Orangen, zu die Weinstocken. A viele unseres Kenim, was kommen in Eretz Israel, Gott dienen, haben uns zu verstehen, als der Gott von Israel ruht zwischen Kromim und Mandelgärtner. Mir haben do 80 und 90 Jorikes Kenim, was haben sich besetzt in Rehovot, die zu kennen, sitzen Jomam Valeile und lernen. Wir kennen solche Motive von Zionisten öfter später, der dritte Aliye, aber das ist 1914 und nicht wegen Encharod, nur wegen Rehovot. Und er redet euch wegen solches Kenim, was lernen teure. Das heißt, sie sind traditionelle Jiden, aber doch ist Rehovot, jüdische Städte mit Agrikultur, besser von Jerusalem. Noch nicht übergezeigt, lassen wir lernen noch ein Fragment. Ein Tag ist er gefahren, besuchen Tel Gezer, ein arabischen Dorf, was ist dort ein Gewinn Abu Shusha, mit etlichen Chaverin von Rehovot. Und ihr Gedenkt, er hat geschrieben, wegen die Haare Jehude, wie schön sie sehen im Hintergrund von Schul in Rehovot. Aber wenn er kommt, ein bisschen nennt er zu die Haare Jehude, er schreibt etwas im Ganzen anders. Lass mir lehnen dem Fragment. Was nennt er mir seinen gekommen zu die Haare Jehude, als mehr haben sie verloren den Chen von Neppeldigkeit, von Neppelhaftigkeit und Verholendkeit, was sie haben. Wenn man guckt auf sie stehendig, auf einem von die Berglech Arum Rehovot. Der bläue Schleier ist gewein herabgerissen und es haben sich entleckt grohe, miese, kräzige Bargruckens. Wir seien gewein Ponym al Ponym mit die hässliche, wochendicke Wirklichkeit. Das heißt, es ist besser zu haben in Jerusalem im Hintergrund von Weitens, aber nicht mal mit sein in Jerusalem, weil also sieht man die ganze, die alle schlechte Sachen. Ich will proben zu lernen, öfter nur ein Fragment, ich habe gegräten ein bisschen mehr.
Und das ist, wie er Säuer beschreibt, das ist mein Samen beliebster Fragment in dem ganzen Buch Efscher. Er sitzt in Rehovot und er beschreibt, wie er Säuer fuhr kein Jerusalem. Aber er hat nicht gewollt vor kein Jerusalem, weil, wie wir haben gesehen, er hat lieb gehabt besser Rehovot wie Jerusalem. Jerusalem ist gewesen Synonym von die ganzen alten Sachen, von traditionellen Leben und so weiter. Und er beschreibt sehr schön, sehr lebendig, was es gewesen sein, zwei Seiten in seiner Präsentlichkeit zu führen oder nicht zu führen. Jetzt lassen wir lernen zusammen. Mit einmal, er ist gesessen in Rehovot und er beschreibt, wie er so schön es ist mit den Orangen und mit der Grünzeit und als Arum und Abloi Himmel und Sonne versteht sich. Und mit einmal hat von der Lichtigkeit und der Menuche herum sich bewiesen eine große, große Sache und hat gefragt, vor was verschämst du mich? Vor was hast du an mich vergessen? Von weiten Ländern und über breite Jammen bist du gekommen und mich willen deine Augen nicht sehen. Zwischen mir und der Sonne und die grüne Bäume von unser Garten ist gestanden und hat geweint eine finstere, steinerne Wand, der Koisel Marov. Das heißt, der Koisel Marovi spielt eine Rolle von einer jüdischen Mame und er kommt und er sagt, du bist gefahren von Aschweit wie New York und von Rehovot kennst du nicht vorhin kein Jerusalem. Weiter halt Jehoiash, Mame Shavikuech mit dem Koisel Marovi, was wir kennen verstehen wie mein alter Ego von sich allein. Der Koisel Marovi sagt, nun, es ist passig zu kommen, du darfst kommen sehen Jerusalem und mir. Und Jehoash sagt, wie ihr seht, ein Bayara, gepflanzt von jüdischen Händen in Erz Israel, ist mir wichtiger wie alle Quorin von dem Malche Bes David. Vergangenheit ist da, in ein Kapitel Melochem, wie in alle Steine von Jerusalem. Das heißt, etwas ist wichtiger von dem anderen. Aber die große Sache hat mich verfolgt wie ein Schotten und nicht abgelost mehr. Joash ist zum Sof Tage gefahren in Jerusalem, nicht lieb gehabt Jerusalem, er ist gewähnt in dem Koisel Marovi, wo es ist gewähnt schmutzig und mit der Sache Kapzonim und wie eine Sache andere zionistische Schreibers hat er nicht lieb gehabt dem Koisel. Was ist interessant in meinen Augen, als er hat besucht euch Bezalel Schul zusammen mit Abel Pan, wo es ist gewähnt dort ein Lehrer und er hat ihn geführt in dem Schul. Und er beschreibt, wir wollen nicht reden wegen dem, er beschreibt, wie er so, er geht rein in eine Zeichnungsklasse und sieht Teimoni, was spielt ein Modell von einem Patriarch, das heißt, es darf sein, mein Avram Yitzchak Yankev, und er macht Häuser von dem, und er beschreibt, wie er sieht, solche ausgestupfte Heilig und Fegelig in einem zoologischen Obteil von Aharonim, und wie er so, es ist alles verstreut und keiner gibt nicht Acht auf See und tu Acht auf dem letzten Paragraph, du, er schreibt, Jerusalem ist mehr wie 2000 Fuß über dem Jammflach und die Luft ist mechaiene Fosches. Aber ich muss ich heute sein, als ich hab freier abgeotemt, wenn unser Zug hat sich ungehäuben herabzulassen von die Berg auf dem Weg in Jaffa. Mein Ungeduld zu kommen nach Heim ist gewachsen was eine Minute. Ich habe Meure gehabt, sich umzugucken, ich soll nicht der sehen hinter mir die finsteren Koisel Marovi und den verstäubten Vögel mit den größten gläsernen Augen sich jugendig noch mir. Die zwei Sachen zusammen spielen dieselbe Rolle. Der Koisel Marovi ist eine verchristelte Sache, was entwickelt sich nicht. Und euch Bezalel, Chodesh ist ein neues Institut und es darf sein etwas, ein Symbol von Neu Jerusalem, für Jehoiash es ist nicht genug. Was ich auch gewollt, der Riker beweisen und ich kenne es gehen in mehr Protein, als Jehoiashes Buch ist nicht stamm eine Beschreibung von Eretz Yisrael oder von Jerusalem und seine Überlebung, dort nur ein ideologischer Kuckwinkel. Er will betonen etliche Momente und sein gegen andere Momente. Er will Rehovot, er will Jerusalem. Und ich will öfter nur zugeben eine Sache, als er geht zurück in Jerusalem einmal in seinen Besuch in Eretz Israel. Und das ist schon Summe von 1914,
wenn der erste Weltmilchome ist schon ausgebrochen. Und wenn besucht Jerusalem, dann mal besucht oder beschreibt nur Har HaZeisim. Was ist bekannt wie das Ort von dem Apokalypse. Nicht nur in jüdischer Tradition, nur auch in muslimischer und christlicher Tradition. Sehr interessant, wir wollen es nicht lernen, aber auf der zweiten Fragment beschreibt oder erzählt die Tradition von den Muslimen, Dafka. Es ist gewesen wichtig für Joash zu beweisen, dass kennt die arabische und muslimische Traditions. Aber ich meine, es spielt euch ein Symbol in der Struktur von dem Buch, was Jehoiash hat gebaut. Er hat dann mit den Nesia kein Erz Israel. Bishat mir, wenn ein Vorhin kein Erz Israel wird sein, eine große Simche, das ist der Motto von dem ersten Teil. Der zweite Teil ist Gan Eden in Rehovot. Und der dritte Teil ist wie so die Apokalypse kommt, die Milchome kommt. Und man darf gedenken, dass wenn er hat geschrieben das Buch, er hat noch nicht gewusst, was wird sein dem Sof von der Milchome, weil es gewesen noch dem. Und der Motto, was er hat ausgeklebt, ist Vehine Ruach Gdola. I mean, jovische Moment in der Geschichte. Ist er zurück in New York und ein bisschen mit Style gewesen. Also er ist nicht mehr gewesen zu leben in Eretz Israel. Aber er versteht euch, dass etwas größer kommt vor in der Welt, was ist nicht nur verbunden mit seinem Überleben, nur mit der größeren Geschehen in der Welt. Schönen Dank. Danke, sehr, sehr interessant.